In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir eine etwas komplexere Bildschirmanzeige generieren können. Wir können mit Hilfe des Anzeigeblocks, wie wir das schon kennengelernt haben, einen einfachen Schriftzug auf den Bildschirm bringen. Wir können hier die Auswahlmöglichkeit Bild wechseln zu Text und sagen, okay, wir möchten wählen die Pixel-Auswahlmöglichkeit und jetzt können wir hier uns einen Schriftzug aussuchen. Das haben wir soweit schon kennengelernt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man mehrere Schriftzüge auf einem Display gleichzeitig anzeigen lässt. Nehmen wir uns doch einfach mal als Beispiel, wir wollen den Messwert von unserem Ultraschallsensor auf das Display bringen. Und jetzt wollen wir nicht einfach nur den Zahlwert auf dem Display anzeigen lassen, sondern wollen vielleicht noch irgendwie eine nette kleine Beschreibung dazu. Wir sagen also vielleicht, okay, Entfernung, Doppelpunkt, das soll auf dem Display angezeigt werden. Jetzt müssen wir natürlich die Koordinaten angeben. Das Display hat den Ursprung oben links. Das heißt, hier oben links befindet sich die Koordinate 0, 0. Und die X-Koordinate steigt natürlich nach rechts hingehend und nach unten hin steigt die Y-Koordinate. Und unten in der Ecke haben wir so in etwa, also wenn man das große A in Schriftgröße 2 schreiben möchte und man sagt x-Koordinate 160 und y-Koordinate 100, dann wird das hier so in etwa hier unten in diesem Bereich noch dargestellt. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin von den Pixelgrößen her. Okay, so, damit wir jetzt auch was sehen und sich der Bildschirm nicht einfach so zurücksetzt im Anschluss, müssen wir natürlich noch einen kleinen Warteblock einbauen, denn sonst ist das Programm sofort zurückgesetzt. Wir können hier uns auch eine kleine Vorschau anzeigen lassen, das ist sehr praktisch, das heißt, ich muss nicht immer erst das Programm starten, sondern ich kann auch einfach, wenn ich hier mit den Werten ein bisschen experimentiere, ich verschiebe einfach mal hier X- oder Y-Koordinate, sehe ich automatisch, was passiert. Gut, so, jetzt wollen wir noch den Messwert hinzufügen, dann müssten wir den natürlich augenblicklich messen, wir warten nicht auf irgendein Ereignis, sondern neben hier den gelben Block, es wird augenblicklich gemessen. Und jetzt wollen wir diesen Messwert auf die Anzeige bringen. Jetzt möchten wir sagen, okay, wir wollen wieder einen Text auf die Anzeige haben. Und diesmal legen wir den Text aber nicht fest, dadurch, dass wir ihn hier eintippen, sondern wir sagen, okay, der wird jetzt dieses Mal per Datenleitung übermittelt. Und jetzt würde ich den entsprechend den Messwert hier auch hinleiten. Diese Auswahlmöglichkeit ist uns jetzt ja gerade eingeblendet worden, als wir hier der Datenleitung übermitteln ausgewählt haben. Und jetzt können wir uns eine Anzeige generieren lassen. So, jetzt sehen wir, okay, hier oben ist eine kryptische Codierung, natürlich, denn er misst ja auch dann den Messwert und er kann jetzt ja nun vorhersagen, welcher Messwert das sein wird. So, wir sehen jetzt aber schon mal, hier oben mit den Koordinaten 0, 0 passt das nicht ganz, denn dann würde ja der Schriftzug überschrieben werden. Das heißt, wir müssen die X-Koordinate gleich lassen. Wir wollen ja, dass das hier links am Rand vielleicht ausgerichtet ist, aber in der Y-Koordinate soll sich jetzt ein bisschen was verändern. Und dann sagen wir, okay, wir gehen mal auf 20 und jetzt haben wir den ersten Schriftzug da oben und der hier wird weiter darunter gesetzt. Und jetzt müssen wir noch eine Einstellmöglichkeit ändern, denn wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, soll der Bildschirm, bevor dieser Messwert hier angezeigt wird, vorher gelöscht werden. Und da müssen wir ganz dringend auf falsch stellen, denn sonst würden wir nur in der zweiten Zeile den Messwert sehen und diesen schönen Schriftzug Entfernung, Doppelpunkt, den wir hier vorne eingeblendet haben, der würde sonst wieder gelöscht werden. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen stellen wir hier auf Löschen auf falsch. So, jetzt wollen wir vielleicht noch, dass der Messwert halt in Zentimeter angezeigt wird, denn wir messen ja in Zentimeter. Das weiß aber vielleicht nicht der Benutzer, der das Display guckt, und jetzt packen wir einfach nochmal den Schriftzug Zentimeter dahinter. Also wir sagen wieder, wir wollen einen Text haben und das ist jetzt einfach der Schriftzug Zentimeter. Wir können uns das hier kurz angucken, das steht noch aktuell hier, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, das soll ja so in etwa hier unter dem Messwert stehen, das heißt, wir gehen mit der X-Koordinate einfach mal irgendwie vielleicht Richtung 50 und mit der Y-Koordinate auf 20, so wie das hier vorne auch der Fall ist. So. Und jetzt schauen wir doch mal, ob das Ganze funktioniert.
Okay, wir sehen jetzt nur den Zentimeterwert eingeblendet. Da passt noch etwas nicht. Oh, ich habe vergessen, hier natürlich das auch auf falsch zu stellen. Denn auch wenn der Zentimeter-Schriftzug eingeblendet wird, soll natürlich vorher nicht gelöscht werden. Also das Display wird nur einmal ganz am Anfang hier zurückgesetzt. Dann wird Entfernung eingeblendet, dann der Wert und dann die Zentimetereinheit. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Und jetzt passt das. Wir haben oben den Schriftzug Entfernung und dann kommt der Messwert und dann kommt der Zentimeter-Schriftzug. Und so können wir mehrere Schriftzüge übereinander legen, die dann auf einem Bildschirm zu der komplexeren Anzeige werden.